Leute, die Kritik an Respawn war extrem groß, als Folgendes passierte. Wir haben vor kurzem dieses erbstückwertige Recolor-Skin-Gedöns von der Peacekeeper bekommen. Anders kann man es eigentlich nicht nennen. Es klingt ein bisschen dämlich, aber es ist ja ein Fakt. Es wurde uns in einem Collection-Event, was ja eigentlich eine Wertigkeit von einem Erbstück haben sollte, zumindest für den Preis von 160 Euro, auch wenn man 24 Collectibles ja noch dazu bekommt, sind aber 160 Euro für einen theoretischen Skin, den wir in dem Battle Pass schon mal hatten. Ich glaube, es war Season 1 oder 2 für die Peacekeeper. Genau dieser Skin, einfach nur Level 100 und 110, ein bisschen anders. Sieht natürlich sehr, sehr geil aus, keine Frage. Aber die Kritik daran war extrem hoch. Respawn hat darauf reagiert und hat versprochen, dass so eine Art Collection Event nie wieder vorkommt, was sehr, sehr gut ist. Achtung, jetzt ist aber Folgendes in Gefahr. Vor Ewigkeiten wurde schon mal geleakt, dass eventuell ein Flatline Battle Pass Skin als Recolor kommen soll. Ich gehe davon aus, dass das ein ursprünglicher Plan war, dass sie das damit auch machen. Wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie es genau in diesem Event gemacht, dann wäre die Kritik vielleicht nicht ganz so heftig gewesen. Und auch das Recolor-Event, sage ich jetzt mal, wo das Wraith-Erbstück in Season 16 kommen soll, ist theoretisch in Gefahr. Was heißt in Gefahr? Vielleicht ist es gut, dass es genauso passiert ist, weil das Recolor oder der Recolor für die Flatline oder von mir aus auch Wraith-Erbstück wird mit Sicherheit kommen. Gut für uns. Ich gehe nämlich davon aus, dass es irgendwie anders verpackt wird. Nicht in einem Collection-Event, was einfach mal 160 fette Euros kostet, wenn wir es unbedingt haben wollen. Auch wenn der meiste Inhalt dann totaler Schrott ist. Es ist in den letzten vergangenen Events war wirklich immer viel Mist in den Collection-Events. So hast du wohl oder übel scheiß Skins bekommen, nur um so einen Skin in den Händen zu halten. Auf jeden Fall muss Respawn sich jetzt überlegen, wie die das mit dem Wraith-Erbstück machen, weil es ist nun mal einfach nur ein Recolor. Vielleicht bekommen wir das in einem anderen Event deutlich günstiger oder es kommt im Recolor-Store. Keine Ahnung, wenn du es besitzt, kriegst du es vielleicht mit legendären Token und vielleicht ist es genauso auch mit dem hoffentlich lang ersehnten Flatline Battle Pass Recolor. Wobei ich hier sagen muss, Leute, die den Battle Pass damals nicht gegrindet haben, sollten auch nicht das Recht bekommen, diesen geilen Skin in den Händen zu halten, weil es ja irgendwo eine exklusive Sache ist. Und deswegen finde ich eigentlich dieses Recyceln absolut Schrott. Denn wer von Anfang an bei Apex Legends dabei ist und hat eben extrem seltene Skins und wenn es nur aus dem Battle Pass ist, dann möge das bitte belohnt sein und nicht jeder Neuling, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, sollte das Privileg haben, diese Skins in den Händen zu halten, wie zum Beispiel mit dem Wraith Voidwalker Skin. Der ist so beliebt, der kam in Season 2 oder 3 oder wann es war und dann kam der auf einmal wieder und der wurde verkauft noch und nöcher und es ist einfach eine Schande, dass so eine exklusiven Sachen einfach wieder verschleudert werden, um einfach nur eine Menge Kohle damit zu machen. Das ist meine persönliche Meinung, ein bisschen Exklusivität sollte auch in Apex bleiben, deswegen finde ich das nicht in Ordnung und deswegen hoffe ich, dass das irgendwie jetzt auch ein bisschen geändert wird, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, dass wir so eine Frechheit wie hier links von mir nicht mehr passieren wird. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut so. Ich bin auf eure Meinung diesbezüglich gespannt. Mein Gott, habe ich ein Wortfasching. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder rein. Ciao.